Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Besonderes. Denn vor kurzem haben wir uns bereits die Tierarztkliniken nochmal angesehen. Und heute dachte ich mir, wir schauen mal, wie ist es eigentlich, einen Einzelhandel in die Sims 4 zu haben. Dafür haben wir hier unser kleines Girl. Ich glaube, sie heißt Jada. Jada Hinsdale. Ich habe sie mal kurz erstellt. Sie ist eine süße Maus. Letztendlich geht es darum, einmal zu zeigen, was kann man alles mit diesem Ding machen. Das kommt mit an die Arbeit. Macht es Spaß? Wie gut ist es? Und das klären wir heute. So, zuallererst müssen wir hier dann auf Handel drücken und dann kaufen wir einen Einzelhandel. Vielleicht hätte sie erstmal eine kleine Finanzspritze gebrauchen können. Aber egal, wir nehmen einfach mal dieses Grundstück hier oben. Wir holen aber mal das ganze Geld rüber. Und wir geben ihr noch eine kleine Finanzspritze. Ja, das müssen wir erst noch überweisen, glaube ich. Jetzt hat sie irgendwie 1000 Sachen erreicht in ihrem Bestreben. I don't care. Ich meine, wir geben uns da natürlich jetzt auch nicht die größte Mühe mit. Aber es soll jetzt auch nicht komplett hässlich werden. So, und hier hinten gibt es noch einen Klobereich. Also ist einfach nur hübsch. So, ich benutze jetzt einfach diese Funktion nach Fenster, das da dran machen. Und hier beim Klo mache ich die manuell. Es ist richtig hässlich. Aber das ist ja auch ja nicht unser Problem. Einfach nur schön hier. Auf jeden Fall kann man hier ja alles Mögliche verkaufen. Du kannst backen, du kannst Kleidung verkaufen mit diesen Mannequins. Warte mal. Diese hier von verschiedenen Altersgruppen, also Kinder oder halt Erwachsene, Männer, Frauen, dies, das. Ja, also Essen, Kleidung, Möbel, irgendwelche hergestellten Sachen, gefundene Sachen. Ich glaube, einem sind da kaum Grenzen gesetzt. Und dieses Item ist sehr, sehr nice, denn das funktioniert in der 100 Baby Challenge auch sehr, sehr gut, weil das ist ein Kühlschrank und alle können da halt sowas rausnehmen. Da ich jetzt hier gleich das Ganze mit Backwaren füllen möchte, platziere ich das einfach mal so. Und man wird gezwungen, eine Ladenkasse zu platzieren. Dazu nehmen wir diese Verkaufstheke, stelle ich hier hin und dann kommt da die Kasse drauf. Anscheinend funktionieren diese Kleiderständer aus dem Highschool-Jahre-Pack auch hier. Habe ich jetzt aber auch nicht ausprobiert. Wenn man diese Mannequins platziert, dann kann man halt in den Cars gehen und dann halt Outfits designen und so. So kann man zum Beispiel auch Hochzeitskleidershops und so machen, was sehr, sehr cool ist. Also für den Realismus ist das schon sehr, sehr cool hier. Dann lassen wir hier natürlich noch ein bisschen Musik spielen. Ob an sich ist das schon ganz gut. Ich würde jetzt noch gerne das hier platzieren, weil in dem Fall soll sie eben Törtchen machen. Aber zusätzlich kann sie natürlich auch noch Waffeln verkaufen. Ich glaube, damit sind wir bereit. So, und dann gibt es hier halt verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel kann man halt eben Leute einstellen, die einem dann helfen. Markus Flex ist heftig. Den können wir gerne einstellen, weil der hat sehr viele Fähigkeiten. Und wenn wir dann den Laden öffnen, dann kommt der eben. Okay, ich brauche ein bisschen Geld auf meiner normalen Kasse, weil sonst kann ich hier nicht kochen. So, dann macht sie einfach erstmal einfache Waffeln da. Und hier stellen wir Törtchen her. Weil wir müssen natürlich erstmal was zum Verkaufen haben, bevor wir den Laden öffnen können. Wie man hier sieht, kann man das ja auch als zu verkaufen kennzeichnen, aber da wir es ja nutzen wollen, macht es ja keinen Sinn. Das Coole ist ja bei den Waffeln, dass man halt nebenbei was anderes machen kann. Wie in dem Fall ein paar Törtchen. Und die tun wir dann hier hin, weil da werden die dann, wie gesagt, frisch gehalten. Und dann können wir die als zu verkaufen kennzeichnen. Dann servieren wir die Waffeln und dann können wir die auch als zu verkaufen kennzeichnen. Und dann können wir den Laden öffnen. Über die Kasse kann man zum Beispiel dann sagen so, ja, wir können Werbung zum Beispiel kaufen oder halt die Kleidung ändern zum Beispiel. Wir machen jetzt erstmal noch mehr Waffeln und mehr Törtchen, damit wir mehr zum Verkaufen haben. Da kommt auch schon Markus Flex, unser Angestellter, und hier kommen unsere ersten Kunden. Mit den Angestellten können wir natürlich auch so sagen, so, ja, was sollen die genau tun? Und also, ne, man kann die dann befördern oder degradieren, je nachdem, wie gut sie sich schlagen und so. Er redet auch schon mit Becca und sie hat schon eine gute Leiste. Diese Leiste zeigt an, wie bereit sie sind, etwas zu kaufen. Also bestenfalls füllt man sie so gut es geht. So, indem ich das hier jetzt fertig habe, werde ich das jetzt auch einmal demonstrieren, indem wir den Kunden begrüßen. Hier unten steht dann auch, wie viele Objekte verkauft wurden, wie viel Geld wir ausgegeben haben, wie viel Geld wir gewonnen haben. Und wie lange der Shop eben schon auf hat. So, und den Kunden, diese Leiste, das können wir dann füllen, indem wir halt dann Fragen beantworten und über diese Sachen reden. Je höher die Leiste, desto mehr Möglichkeiten bekommt man dann eben. Und wenn man diese Sachen durchführt, dann kriegt man auch Vorteilspunkte und damit kann man eben auch Sachen aus diesem Menü kaufen. Dann kann man zum Beispiel mehr Angestellte einstellen oder man kriegt eben ein paar Boni, dass es zum Beispiel schneller geht, Sachen abzukassieren. Man kriegt, glaube ich, neue Ausstellungstische,
neue Kleidung oder irgendwie das Nachfüllen oder so ist einfacher. Solche Sachen eben. So, wir lassen die jetzt erstmal kurz in Ruhe und machen weiter Waffeln und Törtchen. Wie gesagt, man kann auch Möbel platzieren oder so. Dann gehen die da halt hin und gucken sich das an und überlegen dann, oh, möchte ich das haben? Oh, Bäcker möchte auch etwas kaufen. Dann kann man zu ihr gehen und kann den Kunden abkassieren. Man sollte da aber nicht zu lange warten, weil sonst gehen die Kunden und dann hat man eben nichts davon. Dann holt sie hier ihr Tablet raus, führt ein Verkaufsgespräch und dann kauft sie gleich die Ware. Er führt halt auch Verkaufsgespräche und so. Und hier sieht man, dann ist ja dieses Schild hier, weil das ist jetzt ja verkauft worden. Und dann kann man auch einfach hier Ware auffüllen drücken oder eben das Schild entfernen, wenn man das immer selber kochen möchte. Aber in dem Fall können wir es ja auch einfach auffüllen, weil dann haben wir ja letztendlich mehr davon, weil es Zeit spart und wir haben trotzdem neue Törtchen. Ich persönlich habe schon mal einen Second-Hand-Laden quasi gespielt, also nur gebrauchte Gegenstände in so einem Einzelhandel verkauft. Das war sehr interessant, aber da habe ich natürlich dann auch die Waren nicht nachgefüllt, sondern nur die Sachen, die man zum Beispiel gefunden hat oder eben nicht mehr benötigt, verkauft. Und das war sehr lukrativ, kann ich sagen. Vor allem, wenn man eben die Ladenpreise ändert. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, 200% auf alles, dann kriegt man eben mehr Geld und man kann halt den Laden eben auch verkaufen. Aber das ist jetzt ja gerade nicht unser Ziel. Wir wollen ja gerade damit spielen. Und anscheinend macht Markus Flex einen guten Job, weil die alle schon Interesse daran haben, hier Dinge zu kaufen. Bisher wollen die alle nur Törtchen kaufen. Wenn man die Sachen halt eben neu hinzufügt, das zählt dann, glaube ich, auch als Ausgaben. Da muss man dann eben halt dann schauen, ob man das möchte oder nicht. Aber wenn man zum Beispiel Möbel oder so verkauft, dann hat man ja sowieso immer Ausgaben, weil man die Möbel ja erstmal besorgen muss, damit man sie dann wieder verkaufen kann. Und die Sachen werden natürlich auf Dauer auch schmutzig. Das müssen wir natürlich säubern. Ah, er säubert das schon sehr schön. Dafür sind die Angestellten natürlich da, dass sie sich auch ein wenig um den Laden kümmern. Hier sieht man, dass sie langsam ungeduldig wird, weil sie schon länger darauf wartet, dass jemand zu ihr kommt. Ich hoffe, dass Jada jetzt gleich noch ready ist. Nope. Sie geht jetzt. Sie hat keine Lust mehr, weiter zu warten. Aber das passiert eben, wenn man es nicht direkt macht. Das wollte ich ja nur präsentieren. Ist doch klar. Kann sie bitte sie abkassieren? Die Waffeln haben 2 gegeben? Ja, oder die Waldfee. Man muss auch darauf achten, wie lange der Laden schon auf ist, weil wenn man Angestellte hat und die sind, ich glaube, über 9 Stunden da, gehen die dann einfach, weil die dann sagen, irgendwie ist das ein bisschen gegen das Gesetz, wenn du mich hier noch länger arbeiten lässt. Also achtet da am besten drauf. Wenn ihr nur allein seid, könnt ihr natürlich so lange hier bleiben, wie ihr wollt. Wenn man Werbung kauft, dann kommen halt mehr Leute auf einmal. Was natürlich dazu führt, dass auch mehr Leute dann Dinge kaufen. Also gerade läuft's. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass sie gleich mal auf Klo geht. Also wenn sie die Ware aufgefüllt hat, dann würde ich den Laden auch gleich schließen, weil wir schon 8 Stunden geöffnet haben. Hier steht sogar schon 9. Also wir haben Minus gemacht heute, weil wir Gehälter bezahlt haben und eben noch nicht so viel verkauft haben. Deswegen machen wir vielleicht morgen, dass das hier alles ein bisschen mehr Geld einnimmt. So können wir hier auch gucken. Also 25% Gewinn, wir machen 100% Gewinn für den nächsten Tag. Und jetzt gehen wir dann aber auch erstmal nach Hause. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die dann weniger kaufen, wenn das halt so teuer ist. Kann sein, aber pappalapapp. Sie kann ja auch zu Hause kochen und dann nehmen wir das halt eben mit für morgen. Dann können wir das auch weiterverkaufen. Weil sie hat ja eh nichts anderes zu tun. Also man kann natürlich es auch so machen, dass man sich da quasi eine kleine Wohnung oder so an einen Laden baut. Das mache ich jetzt persönlich auch gerne. In dem Fall ist vielleicht ein bisschen Abstand ganz gut. Und das Ganze kann man natürlich auch neben einem normalen Job machen, was sehr vorteilhaft ist, weil, oh mein Gott. In der Regel klappt das sehr gut. Also es ist sehr lukrativ. Öffnen wir den Kühlschrank und stecken unser Essen mal hier rein. Und dann reisen wir zum Schauplatz, schmeißen wir die Sachen hier rein und verkaufen sie. Und dann öffnen wir den Laden. Wir können jetzt auch verschiedene Törtchen herstellen und verschiedene Waffeln. Mehr Varietät. Ich glaube, das macht keinen Unterschied in dem Spiel. Aber für den Realismus ist es schon cool. Wir haben zum Beispiel, wenn wir selbstsicher sind, auch die Möglichkeit, das Geschäft abzuschließen. Und es hat halt irgendwie so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das klappt oder eben nicht. Aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen, weil dann sind die nämlich direkt bereit, etwas zu kaufen. Es funktioniert natürlich eher, wenn das halt schon mehr gefüllt ist. In dem Fall denkt sie sich so, oh mein Gott, was soll das? Man kann das dann nur einmal in einer gewissen Zeit machen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon mehr Auswahlmöglichkeiten. Man hat hier auch später die Möglichkeit, den sicheren Verkauf zu kaufen. Das, als ich das privat benutzt habe, das war schon sehr crazy, weil du kannst dann halt einfach sicher sagen, okay, einmal alle paar Sim-Stunden
kriegst du auf jeden Fall irgendwas verkauft. Es ist schon crazy. Wie gesagt, im Großen und Ganzen kann das schon sehr lukrativ sein, weil theoretisch braucht man auch kein Haus oder so. Man kann das auch draußen machen. Das juckt die halt nicht, ne? Die kaufen einfach, was da ist. So, da möchte auch schon jemand was kaufen. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. 30. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Level 3. Oh, girl. Ich meine, letztendlich kann ich dadurch nur verschiedene Sachen herstellen und die Sachen werden halt in einer besseren Qualität, aber ich meine, die kaufen auch schlechte Qualität. Das ist denen ehrlich gesagt ziemlich egal. Aber dann kriegt man halt weniger Geld dafür. Irgendwie kaufen nur die Kinder hier irgendwas. Aber es ist auch verständlich, es ist alles süßes Zeug. Hier oben steht dann auch empfänglich für Verkaufsgespräch und so. Also es kommt immer darauf an, wie gut oder schlecht das eben funktioniert. Kann sie jetzt bitte diesen Kunden abkassieren? Irgendwie kaufen die alle nur die Törtchen, oder? Was soll das hier? Aber ich meine, wenn die wirklich nur zwei oder so bringen, also dann ist mir das auch lieber, wenn die die Törtchen kaufen. Hey Boss, du hast mich in dieser Schicht Überstunden machen lassen. Ich muss jetzt nach Hause, sonst ist das ein Verstoß gegen das Arbeitszeiten-Sim-Gesetz. So, und jetzt sind wir halt allein. Oh mein Gott, mir wurde gesagt, ja, es gibt nicht viel, was mich interessiert. Und die Bindung war nicht besonders freundlich. Weiß ich nicht, was da passiert ist, ob sie jetzt aus Versehen jemanden beleidigt hat oder so. Und ich habe es nicht mitbekommen. Es ist wild. Aber wir können natürlich auch im Moment hier alleine bleiben. Ich meine, manchmal kaufen die auch Sachen, ohne dass man mit denen groß interagiert. Also theoretisch kann man auch den ganzen Tag hier Sachen kochen. Was auch immer man halt machen will. Ob man in einem Mülleimer wühlt oder was auch immer. Oder ob man angeln geht oder was auch immer, wie gesagt. Und nebenbei dann halt immer, wenn jemand was kaufen will, was kaufen. Okay, sie hat ein einzelnes Vanilletörtchen gemacht. Warum auch immer. Und sie stinkt. Wir sind jetzt schon 11 Stunden offen. Ich weiß nicht. Wir haben schon wieder Minus gemacht. Aber glaubt mir, normalerweise kann es auch sehr lukrativ sein, je nachdem, was man eben verkauft. Aber man muss auch sagen, dass es sehr repetitiv ist. Im Großen und Ganzen für nebenbei, wenn man das nicht als Hauptbeschäftigung macht, kann es auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Vor allem so neben einem Job. Und in Verbindung mit anderen Packs ist es natürlich auch sehr interessant, gerade wenn man zum Beispiel Home Chef Hustle oder so noch nebenbei hat. Aber wenn man das wirklich als Hauptbeschäftigung macht und wirklich jeden Sim-Tag hier hingeht, kann es natürlich auch sehr langweilig sein. Kann ich auch nachvollziehen. Im Großen und Ganzen finde ich aber schon, dass das gelungen ist. Und man kann ja auch als Sim, der keinen Einzelhandel besitzt, einen Einzelhandel besuchen gehen. Und da kann man auch richtig süße Sachen machen, indem man zum Beispiel ein Brautgeschäft hat oder ja eben so einen Süßigkeiten-Store wie ein Café oder sowas, also eine Bäckerei. Also die Möglichkeiten sind endlos und das ist auch sehr, sehr cool, weil manchmal braucht man ein bisschen mehr Realismus. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mir neue Kleidung kaufen oder was auch immer, dann kann man das eben machen, indem man nicht einfach nur in den Creative Sim geht, sondern dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie hier ein Kleidungsgeschäft und kauft dann die Kleidung dort. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und gerade dafür, dass es eben vom ersten Pack ist von Sims 4, ist es auf jeden Fall gut gealtert, würde ich sagen. Also es ist immer noch grundsätzlich spaßig. Es ist aber auch, denke ich, eine Sache, die man öfter machen würde, als eben die Tierarztkarriere einschlagen. Also es ist eher Everyday Gameplay als eben die Tierarztkarriere. Beim Tierarzt ist es halt so, du gehst halt öfter dahin, wenn du Tiere hast, aber selber spielt man die wahrscheinlich seltener. Aber ja, das ist jetzt letztendlich mein Fazit zu dem Ganzen. Was denkt ihr darüber? Und gibt es noch andere Sachen, die wir uns mal in dem Video anschauen sollen? Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen hier. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!